Astrid von der Rolle, wie sie von einem Fuß auf den anderen tritt und mal aufs Klo muss. Wenn Sie also jetzt mit der Rolle aufs Klo wollen, folgen Sie ihr bitte in die hinteren Gemächer. Peter, vielen Dank für diese großartige Anmoderation. Ich wollte euch mal die schönste Toilette des Kiezes zeigen. Ich bin hier wirklich wahnsinnig gerne. Man muss studiert haben, um hier aufs Klo zu gehen, denn wir haben zum einen die Gurken, zum anderen die Pflaumen. Und ich gehe einfach mal hier durch und sage hallo, die schönst tapezierte Toilette. Und wen haben wir da? This is Valerie Pearl. Guten Abend, Valerie. Oh, frenetischer Applaus im Hintergrund. Valerie, was machst du hier? Naja, also erstmal musst du dich ja gerade nochmal für dich ein bisschen aufhübschen. Das versteht sich ja wohl von selber. Wobei ich dir keine Konkurrenz machen kann. Ich habe es dir neulich schon mal gesagt, diese Augen machen mich wirklich wahnsinnig. Naja, dann wollen wir noch ein bisschen quatschen, was trinken und eventuell später nochmal feiern gehen, oder? Ja, ein bisschen Party machen. Du machst dich hier schon mal schön. Findest du dieses Klo eigentlich auch so super wie ich? Ich finde es fantastisch. Also St. Pauli hat, glaube ich, wirklich weit und breit nicht ansatzweise so eine attraktive Toilette. Hier könnte ich mich tatsächlich hin und wieder mal niederlassen. Man wirft uns Darmimitatoren ja auch vor, dass wir das hin und wieder mal tun. Ist das so? Also ich möchte jetzt gerne mal ein Kompliment zurückgeben. Ich finde, sie sieht viel besser aus als Olivia Jones. Würde aber trotzdem gerne fragen, ist das deine Busenfreundin? Na, also uns verbindet schon eine sehr, sehr lange Freundschaft, Bekanntschaft. Wir kennen uns schon lange, sagen wir es mal so. Und wir haben auch früher sehr viel zusammen gemacht. Also ich, als ich angefangen habe, war ich halt sehr häufig und regelmäßig auch Gast auf ihren Partys, habe dann die Partygäste empfangen, mit Schnäpsen begrüßt. Und irgendwann dann kam aber der Punkt, als das war 2006, dass ich mit zwei Freunden gesagt habe, hey, wir machen einfach mal eine eigene Party, die tatsächlich sehr erfolgreich wurde, was dann dazu geführt hat, dass halt die Luft in Hamburg sehr dünn wurde und halt eine Person dann gesagt hat, in Hamburg ist nur Platz für eine und seitdem ist es jetzt so mit der Freundschaft eigentlich vorbei. Tatsächlich, das muss man auch erstmal bringen. Wobei, spricht sie noch mit dir? Spricht sie noch mit dir? Wenn Touristen da sind, ja. Oha, alles klar. Komm, ich bring dich mal raus, weil ich muss dich jetzt endlich mal zum Publikum bringen. Wir gehen hier mal ein Stück zurück und dann kann ich nämlich aber richtig schön sagen, meine Damen und Herren, Valerie Pearl, Drag Queen seit 15 Jahren, Moderatorin, Partyveranstalterin, Kolumnistin für den Hinnack und alles das hat sie schon gerissen. Hier ist sie, Valerie Pearl. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Und nüchtern. Komplett nüchtern, wieso? Sonst zwitscherst du dir immer ein? Eigentlich schon ganz gerne, ne? Okay, so vor der Show lieber was Perliges oder lieber ein Schnäpschen oder lieber Likörchen? Auch wenn wir so einen Schnapsen nebenbei kriegen könnten, das wäre doch ganz hübsch, ja. Wenn uns jemand mal einen Schnaps servieren könnte, aber wäre das ganz hübsch. Der muss brennen. So, erzähl mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warum Partyveranstalterin? Ach, das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Ich werde mich bemühen, mich da kurz zu fassen. Ich lasse Russland aus. Damals, als ich mit dem Bollerwagen barfuß durch den Schnee musste, Brennholz suchen, von Menschenhändlern entführt wurde, per Container auf ein Schiff nach Hamburg kam, zur Prostitution gezwungen wurde. Das interessiert ja alles keinen. Irgendwann habe ich auf der langen Reihe in einer Bar eine Karaoke-Party gemacht. Sehr regelmäßig, sehr erfolgreich und da gab es aber die Valerie noch nicht und die ist dort entstanden, weil ein Freund gesagt hat, hey, wäre doch ganz witzig, ich nähe dir einen Fummel, du machst den Rest und wir werten einfach mal diese Party so ein bisschen auf. Oh, da kommt der Schnaps. Was haben wir denn hier, liebe Julia? Natürlich Helbing. Das ist Helbing. Ich sag mal, oh Gott, ich trinke sonst keine Schnäpse. Ich sag mal Prösterchen. Prösterchen. Prost. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Alles klar. Erste. Oh, ich habe zumindest als erstes abgestellt. Wie heißt der? Okay. Helbing. Der brennt, danke, ja. Es wirkt ganz hervorragend. Solltet ihr probieren. Mir ist warm. Ich war ja auch eben auf dem Balkon. Mir ist warm. Ja, ich nicht. Ich saß ja hinter der Bühne mit einer Flasche Wasser. Wir mussten dich verstecken. So, wo waren wir stehen geblieben? Also du stehst... Die Bar, dann die Karaoke, dann habe ich angefangen, einfach mal es für einen Abend zu machen. Ich wollte es wirklich nur einmalig tun und bin dann halt so reingerutscht. Und letztlich kamen verschiedene Partyveranstalter auf mich zu, die dann gesagt haben, hey, wäre doch witzig, sei doch einfach bei der Party dabei, begrüß die Gäste und dann hat eins das andere ergeben. Und eben 2006 haben wir dann gesagt, jetzt ist es soweit, wir machen eine eigene Party. Und da sahst du auch so gut aus wie jetzt. Katastrophal.
Also katastrophal, leer, ja. Das war halt einfach, es war halt tatsächlich sehr laienhaft, aber ich muss auch sagen, ich habe da immer sehr großen Wert drauf gelegt, weil mir persönlich kam es immer nicht drauf an, jetzt ein wahnsinnig tolles, aufwendiges, perfektes Make-up haben zu wollen, sondern ich wollte halt die Gäste berühren auf einer Party. Ich wollte jedem einzelnen Gast das Gefühl vermitteln von, du bist hier auch auf deiner Party und wenn du kommst, dann fühle dich einfach wie zu Hause und wenn auch meine Party ein bisschen leerer war, dann war ich trotzdem zufrieden, wenn die Gäste gesagt haben, hey, wir hatten Spaß. Ist doch mal was. Und unterhalten tust du auch auf der Bühne, auch als Moderatorin, nimmst die Leute auch gerne auf die Schippe bisweilen. Ja, also es war letztes Jahr, letztes Jahr zum CSD. Da habe ich die Bühnenmoderation gemacht hier am Jungfernstich und musste mir irgendwas einfallen lassen, wie wir es schaffen können, die Gäste immer regelmäßig zur Bühne zu holen oder sogar zu halten. Und wir haben den ganzen Tag, es fing irgendwann mittags die Moderation an, haben wir erzählt, es kommt eine deutsche Künstlerin. Wir haben nie den Namen gesagt, wir haben immer Stichworte reingeschmissen. Blond, sehr erfolgreich, eine goldene CD nach der anderen. Ja gut, da bist du jetzt raus. Aber bei Blond. Aber es kann ja noch werden. Die andere hat es ja auch einfach mal so im Vorbeigehen geschafft. Und von Talent, na, da weiß ich nicht, ob sie da jetzt so viel von hat. Also doch, sie ist toll. Naja, jedenfalls, letztlich kann ich es ja verraten, haben wir eigentlich jeden Hinweis darauf gelegt, dass Helene Fischer kommen wird. Und wir hatten auch die typische Kategorie Fans dort vor Ort, die wirklich an der Absperrung hingen und es nicht mehr verlassen haben, diesen Platz, weil ja die Helene Fischer kommt. Ich habe erzählt, es kommt ein neues Parfum. Hatte dann von Butnikowski, ich glaube, das darf man hier in Hamburg ja sagen, so einen ganz preiswerten Duft bei mir in der Tasche für 1,99. Hab dann erzählt, der neue Duft und ich habe ihn schon exklusiv als Probe hier vor Ort und ich musste es auf Brüste sprühen. Wirklich. Also ich habe noch nie so große Brüste mit Parfüm besprüht. Letztlich kam dann eine Band, die mit einem etwas größeren Truck oder mit einem größeren Bus angefahren, der hinter der Bühne stand. Ich natürlich auf die Bühne habe gesagt, Leute, ich drehe durch, sie ist da. Wir dürfen immer noch nicht verraten, wer es ist, aus Sicherheitsgründen, aber sie ist da. Die Leute sind hinter die Bühne gerannt, haben gesehen, oh, ich sehe nichts, sind wieder nach vorne gekommen, um ja ihren Platz hier zu verlassen, auch die dicken Brüste. Und das Ende vom Lied war eigentlich, um es gar nicht so lang werden zu lassen, ich habe einen Freund von mir, ich sag mal, er kann ja nichts dafür, geschätzte 100 Kilo, aufgetranzt noch hinter der Bühne, aufs Schlechteste, was irgend geht, mit einer weißen Leggings, auch das werde ich, glaube ich, nie vergessen, um dann irgendwann abends, kurz vor Ende, zu sagen, jetzt ist sie da, jetzt drehen wir bitte durch und haben dann ganz schnell ausgesprochen, Helena Fischer, damit man auch keine Klagen irgendwie einkassieren kann. Die Leute sind durchgedreht, es kam dieser dicke Mensch auf diese Bühne mit einer weißen Leggings, total aufgeregt, musste Fallback machen, die Leggings ist ihm nach 10 Sekunden runtergerutscht. Also wir hatten schon unseren Spaß, ja. Das klingt absolut danach. Ja, und das ist ein Applaus wert. Bei all dem Spaß und bei all der Party und bei dem auf die Schippe nehmen, engagierst du dich auch sozial ganz viel. Und zwar für Hein und Fiete, für Hamburg Leuchtfeuer und seit relativ kurzer Zeit oder relativ neu in der Flüchtlingshilfe. Ja, ich muss einmal kurz zurückspringen. Hein und Fiete schon tatsächlich sehr lange, sehr regelmäßig, aktuell auch wieder als Schirmherrin, weil sie 25 Jahre jung geworden sind. Wir haben eine fantastische, so viel Werbung muss sein, eine fantastische Kampagne gestartet, Plakate, die in diversen Clubs aushängen werden, aktuell auch im Hinnack und im Schwulissimo. Das sind zwei LGBTI-Magazine, die ja kostenlos in Hamburg auslegen. Wir werden es nachschlagen. Ja, bitte. Mit ganzen Seiten zu sehen sind verschiedene Motive, aber immer eine Linie, die sich halt durchzieht. Ganz hervorragend ist eine tolle, tolle Organisation, die sich mit Präventionsarbeit beschäftigt. Ja, und die Flüchtlingsarbeit. Ich bin seit November Mutter von 3 Syrern und ich bin die glücklichste Mutter, ich möchte niemandem zu nahe treten, ich bin die glücklichste Mutter von der Welt, wirklich. Diese Jungs sind so zauberhaft. Sie sind leider wohnen sie nicht in Hamburg. Sie sind in Gummersbach untergebracht, dürfen aber frei reisen und aktuell sind sie auch da. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon da sind. Sie wollten tatsächlich doch noch kommen. Sie sind heute in Hamburg angekommen, weil ich dann gesagt habe, Leute, Ostern steht vor der Tür, ihr habt gerade keine Schule, nutzt doch die Zeit, kommt nach Hamburg, lasst uns ein bisschen feiern gehen, Spaß haben, Familienzusammenführung betreiben, weil meine Mutter macht mir nämlich die größte Konkurrenz tatsächlich im Kampf um den Platz der Nummer 1 der Mütter. Ich liebe sie. Das klingt danach. Was ist die besondere Herausforderung? Naja, man muss ja schon ganz klar sagen, wir haben definitiv zwei wirklich unterschiedliche Kulturen. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie einen Italiener neben mir stehen, das ist ganz klar. Da gibt es schon große Unterschiede.
für mich allerdings die größte Herausforderung ist, dass diese Menschen ja doch so spaßig, wie sie sind, so lustig, wie sie sind, so niedlich, wie sie sind, ja schon auch traumatisiert sind und dass man bei gewissen Dingen schon auch einfach mit Samthandschuhen arbeiten muss. Ich kann dir jetzt nicht sagen, Mensch, sag mal, wie war denn das eigentlich? Erzähl doch mal, wie war denn jetzt deine Reise? Sondern ich muss halt warten und irgendwann kommt dann auch der Moment, wo die Jungs von sich aus anfangen, auch mal zu erzählen, wie denn auch die Flucht letztlich gewesen ist. Alles klar, einen großen Applaus für dein Engagement, Valerie Pearl. So kennen wir dich. Eine Sache muss ich noch mich ganz, ganz kurz fassen. Tatsächlich geht es ja auch in Richtung Werbung. Und zwar in Bezug auf die Flüchtlingshilfe bin ich letztes Jahr auf die Idee gekommen, dass man etwas machen muss, etwas schaffen muss, was längerfristig auch Geld in die Flüchtlingshilfe bringt, also Spendengelder, was ein bisschen für Verständnis sorgen kann. Und ich glaube, das brauchen wir aktuell auch mehr denn je. Etwas, was den geflüchteten Personen auch ein Gesicht gibt. Das kann ich nicht bei allen tun, aber ich finde, es ist vorbei, die Zeit, dass wir einfach eine Schublade aufmachen. Sag es. Ja. Und zwar arbeite ich gerade mit ganz, ganz, ganz vielen tollen Menschen von dem Kiezküche Verlag. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Kiezküche St. Pauli. Arbeiten wir mit sehr, sehr vielen Menschen mit prominenter Unterstützung an einem Kochbuch, was im Juni rauskommen wird. Und das wirkliche Highlight ist, dieses Buch ist komplett gesponsert. In Kooperation passiert es mit dem FC St. Pauli. Und somit können wir dann am Ende des Tages auch 100% vom Erlös der Bücher in die Flüchtlingshilfe spenden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und dann laden wir dich wieder ein. Und jetzt gibt es, wer mehr von Valerie Pearl hören will, übrigens in der Kolumne auf Radio Energy jeden Samstag. Und jetzt trinken wir noch einen, so ein bisschen was Perliges. Wir gehen mal an die Bar zusammen. Trinkst du Champagner oder trinkst du Prosecco oder trinkst du ein Astra? Jawohl, wir kriegen Astra, ein Astra für Valerie Pearl.